Leute und Damen, herzlich willkommen zum heutigen Livestream, ne? Nochmal zu Lodestar. Weil es gestern ja nicht ganz so flüssig lief, dachte ich mir, wir machen heute noch einmal Lodestar. Ich habe jetzt hier 40 Minuten auch mal eben kurz die ganzen Werkbanken laufen lassen. Ich habe sogar noch eine dritte aufgestellt. Und sammle das jetzt erstmal alles ein, weil wir das ja alles noch brauchen werden. Ich habe auch noch hier eine weitere Kiste aufgestellt, damit die beiden da ein bisschen mehr Zeug haben. Ja. Ich sollte jetzt auch genügend Zinnbahn haben, dass ich auch endlich mal hier eins upgraden kann. Bin gespannt, wie das upgraded aussieht. Sehr fancy. Ah, jetzt kann ich ja auch Zinnbahn schmelzen. Okay, werde ich offenbar noch brauchen. So, des Weiteren, wir gehen nicht sofort zum neuen Planeten. Es gibt noch ein paar Upgrades, die wir finden müssen. Oder zumindest eins, das Rest sind Skins. Nämlich hier für die Shotgun gibt es noch ein Recharge-Modul. Und das ist irgendwo auf dem Planeten. Das müssen wir noch finden. Aber zuallererst, jetzt habe ich hier ein paar Bomben. Dafür habe ich hier ein bisschen noch nebenbei gefarmt. So, kann ich den Range-Up auch direkt holen? Ne, dafür fehlen noch Nägel. Ich versuche wie immer natürlich auf den Chat zu achten. Aber jetzt gehen wir erstmal nach unten und versuchen das letzte Modul zu finden. Fragt nicht, warum ich das geworfen habe. Kann ich die Pilze eigentlich damit kaputt machen? Nee. Damit soll man irgendwelche Wände kaputt machen können. Boah, überall diese ekelhaften Skorpione. Die droppen nicht mal irgendwas. Ich bin schon wieder einer. Ich will doch nur da hinten hin. Da oben könnte auch was sein, aber dafür brauche ich erst mehr Zinnnägel, dass ich mir Range Up für den Grappling holen kann. Okay. Da war der Boss-Room. Erstmal den... Ach, erstmal den kleinen. Dann ist er schon mal weg. Ich ignoriere die jetzt einfach mal. Ich versuche einfach da hochzukommen. Dann kann ich sie von oben erschießen. Wie gesagt, ich konnte letztes Mal nicht dort fertig erkunden. Ich bin vorher gestorben. Ah, was wollt ihr jetzt? Wieder lebt wieder. Ich will doch nur da hinten dran. Ja, das Engine Upgrade, das hatte ich schon. Ich wollte gerade sagen, ich stecke jetzt nicht ernsthaft fest. So, dann mal gucken. Da ist wieder ein Skorpion. Den sehe ich schon. Da ist auch Ember. Das brauche ich für das ein oder andere Upgrade. Was war das denn für ein luschen Sprung? So, dann nehmen wir das jetzt erstmal mit. Und hier wollte ich hoch. Ja, bleibt da oben. Finde ich sehr nett von euch. So, nochmal Test. Also ganz minimal macht das Schaden. Jetzt konnte ich es wenigstens anständig testen. Kannst du noch mal ein paar Schritte zurückgehen? An euch kann man sich ja auch so wunderschön ranziehen. Ich nutze einfach die Gegner aus. So ist das bestimmt geplant. Boah, ich brauche Zielwasser. Einer weg. Und weg damit. So, was gibt es hier? Einen Toten. Und ein Lock.
Okay, dann war ich wenigstens nicht umsonst hier drüben. Aber ein bisschen traurig, dass das alles war. Irgendwo muss doch noch dieses Shotgun-Upgrade sein. Bei dem Scanner stand, dass mir das Upgrade noch fehlt. Also, dass das hier noch irgendwo verschollen ist. Nee, ich lass die Viecher jetzt in Ruhe. Leg ich mich nicht mit 3 Scorpies an. Da, legt euch damit an. Rennt in die Bombe! Lasst mich, ihr blöden Biester! Ich schmecke nicht! Ha! Ausgetrickst! Doch nicht! Weiß ich, muss sie bekämpfen. Ich komme sonst nicht da oben hin. Jetzt ist da noch einer! Haut doch endlich ab! Ihr Scheißviecher nervt! Weg! So, hier oben war auch noch einer, das hatte ich gesehen. Da. Und weg damit. Naja, hier ist zumindest noch mal ein bisschen Zinn. Brauche ich ja. Da ist mein Leuchten, was ich ein bisschen schneller abgebaut bekomme. Immer so ein bisschen darauf achten, wo es leuchtet. Weil hier ist doch nicht ohne Grund so ein Grappling-Punkt. Ich sehe schon, man bräuchte Range-Up da drüben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da oben was ist. Ja, diese Shotgun hat aber auch so eine ekelhafte Range. Das ist meine einzige Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. Danke, lieber Spielegott, dass es keinen Fallschaden gibt. Ich wäre schon so oft gestorben. Nanny, was machst du denn in meinem Raum? Warum sitzt mein Kater hier? Läuft auf einmal mein Kater zwischen meinen Füßen rum. Da ist was Blaues. Aber nur für den Skin irgendwas. Komme ich denn da hoch überhaupt? Kann ich ein Jetpack haben, bitte? Dann komme ich eventuell da hoch. Ich sehe das Objekt, meine Begierde. Da ganz oben. Jetzt ist die Frage, wie ich da hinkomme. Also ein bisschen von weiter gucken. Ich glaube, ich muss wirklich diesen Weg nehmen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall das Grappling Hook Upgrade. Mein Gott, Kater verschwindet zwischen meinem Rollstuhl. Ihr seht das nicht, aber mein Kater läuft ständig zwischen meinem Stuhl mit den Rollen rum und ich will den nicht über die Füße rollen. Da unten ist Hölle. Da will ich nicht runter. Die Wand da hinten sieht auch verdächtig aus. Vielleicht ist das eine der Wände, die man sprengen kann. Guck mal, Leute, man entdeckt immer wieder was Neues. Ich mache hier erstmal kaputt.
erstmal daneben schießen. Man kennt es. So, kann ich dich kaputt machen? Kann ich kaputt machen? Ja, ich kann kaputt machen. Da ist irgendein komischer Pilz. Den habe ich, glaube ich, sogar im Trailer gesehen. Warum sind hier so viele Scorpies? Der leuchtet auch so schön. Einen Moment, Leute. Ich lasse mal kurz meinen Kater aus meinem Zimmer hier raus. Ich kann das Mauzen ja nicht ignorieren. Mein Kater musste aufs Klo offenbar. Deswegen hat er hier zwischen meinen Beinen rumgetänzelt. Ich habe einen Mushroom gefunden. Jetzt ist die Frage, was kann der? Hier ist auf jeden Fall noch ein Lock. So, Ember und Tin. Du sahst ganz fies. Du bist ein ganz gemeiner. Und dein Bruder ist nicht besser. Entschuldigung, deine Brüder. Boah, jetzt verreck doch. Ja. Wenn ich an das eine Upgrade ran will, dann brauche ich... Hook-Upgrade. Anders komme ich da, glaube ich, nicht dran. Komme ich denn eigentlich hier drüber hin? Der Pfad sieht auch interessant aus. Ach, hier komme ich zu das eine Upgrade, was ich vom Anfang aus sehen konnte. So kommt man also hier hin. Das ist nun ein richtig fetter Skorpion. Was ich auch nicht probiert habe. Explosives. An die Quellen. Okay, macht nichts. Da ist mein Leuchtepunkt. Wenigstens kriege ich noch einen Skin. Ich hole da das Upgrade für die Shotgun dann einfach offscreen, wenn ich jetzt erstmal dafür farmen muss. Weil wer weiß, wie lange es dauert, bis ich genügend von den Nägeln habe. Erstmal um den Skorpion kümmern. Außer der kriegt mich hier nicht mit. Der Weg war nicht weit. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht wieder hier zwischenfall. Reagiert der Skorpion, wenn ich hier stehe? Nee, solange ich ihn in Ruhe lasse, scheint er nicht zu reagieren. Ich soll das aber auch nicht drauf ankommen lassen, ne? Bleib weg von mir. Ein Glück, der kann hier nicht hoch. Besiegt. Monster ausgeschaltet. Her damit. Ich habe eine blaue Farbe freigeschaltet. Perfekt für mich. So, und jetzt die Siegesbeute. Kann ich auch wieder zurück. Da vorne ist ja das Raumschiff. Wie viel brauche ich eigentlich, um die abzugraden? Zinkplatten, 2500.
Momentan brauche ich die Gears am wenigsten, deswegen lasse ich das ja auch mal hier eben kurz die Nägel machen. Und wandern dann jetzt schon mal zum neuen Planeten. Ich würde mir auch gerne diesen Green Room mal angucken, aber neuer Planet ist wichtiger. Medbay muss ich so oder so. Ich bin fast tot. So, jetzt bin ich blau. Noch ein kleines bisschen. Okay. Volles Leben. Dann auf zu Planet Nummer 2. Und hier zeige ich das übrigens nochmal. Drei Paints fehlen und das Recharge-Modul. Dann auf zu Alpha 2. Mula Patel Drive engaged. It appears that this planet, while abundant in Build a planter, set a planter to grow mushrooms, collect 100 mushrooms. Okay, ich soll 100 Mushrooms auf jeden Fall anbauen. Your only option will be to land the ATP on the ocean's floor and hope the pressure is not too much for your suit. Ich muss die Engine natürlich wieder upgraden, um zum nächsten Planeten zu kommen. Da sind auf jeden Fall neue Materialien. Wo würde ich die denn überhaupt hinbauen, die Planter? Habe ich hier ein Pflanzenhabitat zur Verfügung? Ja, hier. Habitation. Das müsste es doch sein, oder? Ich sollte mir generell mal hier so Räume machen, wo ich dann nur Zeug anbaue. Da wird der Stoff hergestellt. Die Türen, die öffnen sich nicht. Na gut, ich baue jetzt hier trotzdem mal. Cooking. Planter. Die Mushrooms habe ich ja schon gefunden. Zum Glück. Wahrscheinlich hätte ich dafür sogar zurückgemusst. Hätte ich den nicht gefunden. So. Der braucht irgendwoher Wasser? Keine Ahnung. Zieht er sich offenbar selber. Funktionieren die Kisten eigentlich auch für die hier? Also wenn ich jetzt hier eine Kiste hinstelle, haben die dann auch mehr? Ja, die Kisten funktionieren für alles. Okay. Warte mal. Die reiße ich nochmal ab. Dann baue ich die hier hin. Weil dann kann ich rechts davon auch nochmal hinterher zwei Planters hinstellen. So, die machen. 47 habe ich jetzt schon. Da läuft doch. Und hab die 100. Jetzt soll ich eine Kochstation bauen. Dafür brauche ich auch wieder Zinnbahn. Also kann ich derzeit nicht machen. Dann gucke ich mir jetzt noch das letzte an, wo ich hier hinfahren kann. Den Green Room. Okay. Sehr groß hier. Hier könnte ich auf jeden Fall sehr gut Zeug anbauen. Kann man auch das Weltall sich nochmal ein bisschen genauer ansehen, sehe ich gerade. Sehr groß hier. Na gut. Ich brauche ja eh erstmal Zinn und so weiter. Also
Muss ich so oder so jetzt erstmal nach unten zum Hangar? Einfach mal alles mitnehmen, was jetzt in der Zeit hier gebastelt wurde. Guck mal, jetzt habe ich das Upgrade, ne? Jetzt habe ich das Upgrade, was ich gerade eben gebraucht habe. Dafür brauche ich Kupfer. Das ist einfach besorgt. Um die Shotgun hier ein bisschen abzugehen, dass sie mir Schaden macht. Oh, die Reichweite ist sehr viel größer. Das ist, glaube ich, die doppelte Reichweite wie vorher. Dann gehen wir jetzt erstmal die Teile draußen auseinandernehmen. So, vorsichtig. Wollt ihr nirgendwo gegen klatschen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich Kupfer noch sehr viel in der Zukunft brauchen werde. Oh, das ist, glaube ich, was anderes. Wir haben Gold gefunden, Leute. Ich bin reich. So, war das alles? Das war alles. Okay, man kann hier auch Gold finden. So, dann schauen wir uns einfach mal an, was passiert, wenn das Ding in die Luft fliegt. Also, wie das aussieht. Das interessiert mich jetzt. Oh, da passiert was. Ich bin implodiert. Oh, hier ist es nicht so. Okay, nur bei auf dem Planeten behalte ich es. Beim Schiff muss ich es wieder reinbringen. Oh. Na gut, den Strick habe ich mir selbst gezogen. Ich wollte ja unbedingt sehen, wie es aussieht. So, ich baue jetzt hauptsächlich Zimbarren gerade. Deswegen lasse ich jetzt erstmal die Zimbarren sein. Und gönn mir jetzt das Shotgun-Upgrade, weil das brauche ich ja dringend. Ich habe gerade eben kaum Schaden gemacht. Das hier muss ich leider Gottes erst finden. Beziehungsweise erst erholen. So, dann mehr runter. Bin gespannt, wie der Planet aussieht. Zwischen den ganzen Meteoriten. Um Gottes Willen, ich bin unter Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Boah, wie cool. Oh, so gesehen fliegende Gegner gerade. Remember the story of the Xenobiologist and the alien snake? Well, do not pet the alien shark. Hier gibt's Haie? Das war eine große Krabbe. Okay, Zink mitnehmen. Das brauche ich ja. Dann kann ich die eine Raffinerie gleich Zink herstellen lassen und die andere macht dann währenddessen weiter Sinn. Dann kriege ich hier eigentlich keinen Leuchtepunkt. Also ich muss das nochmal wiederholen. Das Spiel ist so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Also man kann es auf jeden Fall spielen. Hier gibt es bestimmt auch irgendein spezielles Item, was ich finden kann. Wie dem Pilz auf dem Planeten. Und schön, dass es nicht nur so eintönige Gegner sind. Will ich an dem Punkt auch nochmal erwähnen. Kann
Kann ich mal einen Leuchtepunkt haben? Ich will das leichter abbauen. So, ich baue das Ding hier eben kurz noch ab. Dann fliege ich einmal kurz hoch und lasse die eine Raffinerie eben kurz zu Zink wechseln, damit wir gleich Zink haben, wenn ich wieder nach oben gehe. Also ich wechsle das nur gleich einmal ganz kurz. Wie cool, so Unterwasser-Level finde ich generell immer ganz cool. Und hier ist es ein ganzer Unterwasserplanet. Mein Kollege wollte das Spiel nicht kaufen, wenn es nicht unter 5 Euro ist. Also ich finde, das Spiel kommt seinen 20 Euro gerecht. Wäre ich gegessen, wenn ich hier drin stehe? Ich glaube, hier unter Wasser habe ich eine noch geringere Reichweite als auf dem vorherigen Planeten. Die ist echt winzig. Naja, wie versprochen, jetzt erstmal kurz zurück und eben kurz Zink machen lassen. Weil ich das brauchen werde. Ich gucke nur noch, weil ich gerade hier oben stehe, ob hier oben eventuell noch was ist. Und hoffentlich nicht der Punkt, wo ich stecken bleibe. Okay, hier ist nichts. So. Einmal kurz für eine Minute hoch. Wir brauchen Zink später. Ich werde 100 Pro auch noch Gold brauchen. Eventuell sollte ich mir auch eben kurz ein Waffen-Upgrade an sich holen. Also hier bei dieser einen Station. Über die Gears. Auch wenn diese Krabbe recht schnell tot war. So, wo habe ich meine Raffinerie stehen? Da. Dann mach mal Zinkbarren. Und dann lasse ich direkt mal hier aus den Platten alles herstellen. So, dann habe ich auf jeden Fall gleich von allem etwas. Eben kurz gucken, ob ich mich upgraden kann. Wäre nicht schlecht. Ah, okay, jetzt habe ich auch hier so Weak Points bei den Gegnern. Und ein bisschen mehr Movement Speed. So. Jetzt nur noch dafür sorgen, dass das auch arbeitet. Jetzt habe ich ja ein paar Zinkbahnen. Jetzt arbeitet das hier auch. Ich könnte auch beide Teile Zink herstellen lassen. Das wäre kein Problem. Okay, die Krabben sind das geringere Problem, habe ich ja gerade eben gesehen. Die sind wahrscheinlich die heftigen. Das Ding hatte ich ja mit 2 Schüssen tot. Komm mal her. Boah, die sind auch noch arg langsam. So, und bei dir? Oh, die greifen mich nicht mal an. Doch, wenn ich mich an sie ranziehe, dann greifen sie an. Oh, die sind aber auch One-Hit. Der hat sich einfach um mich herum geschlichen. Ich muss auf diese Haie aufpassen, die machen irre viel Schaden. Alter, ich bin fast tot.
Ich will die Haie nur loswerden. Komm, komm hier. Wie kriege ich den dazu, zu mir zu kommen, damit ich ihn eben kurz erschießen kann? Natürlich kann ich es auch einfach so machen. Ja, heute geht das Spiel, Aeris. Also, sie hatten gestern einen Hotfix gemacht, dann funktioniert es und dann konnte ich das spielen, aber habe es dann auch nur so eine Stunde spielen können. Das ist eine ekelhafte Situation. Ich habe schon so wenig Leben. So, lohnt es sich wenigstens hier oben? Dieses Stein sieht doch cool aus. Kann ich das sprengen? Ja, alles was leuchtet, kann ich sprengen. Da ist noch eine Krabbe. Die Krabben sind ja das kleinere Problem. Boah, ich bin einfach so geflasht davon, dass ich hier gerade in der Unterwasserwelt bin, ne? Ich sehe da oben auch ein Upgrade. Das muss ich mir noch holen. So, erstmal das Zink hier absahen. Zum Glück ist das Abmeinen hier so eine Nebensache, die nur ab und zu ist. Also nicht durchgehend. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Auf dem letzten Planeten habe ich ja so riesige Würmer bekämpft. Also so einen Riesenwurm als Boss und so kleine Skorpione. Ist vollkommen okay. Und gern geschehen. Okay. Da oben will ich auf jeden Fall einmal hin. Auf dem Wasserplaneten scheine ich auch ein bisschen länger zu hüpfen. Nein, nein, nein. Ich will nicht verstecken. Nein, nein. Lass mich raus. Vielleicht komme ich ja von links aus irgendwie da hoch. Also von der Seite aus. Ich muss diese Grappling-Punkte finden. Da oben ist auf jeden Fall was. Sieht schon so aus, als ob ich hier hoch kann. Vielleicht komme ich da zu meinem Objekt der Begierde. Nee, ich sehe sowas nicht als Eigenwerbung an, wenn irgendwer mal im Chat schreibt. Also sowas würde ich niemals als Eigenwerbung interpretieren. Da ist ein Vieh, wenn ich es schaffe, könnte ich mich an das ranziehen. Ja, jetzt nur nicht sterben. Oh, danke, dass du hier oben warst. Ich finde es so nice, dass ich mich auch an Gegner ranziehen kann. Okay, erstmal das Upgrade. Bolt Rifle. Ich habe eine Rifle freigeschaltet. Wenn die mehr Reichweite hat, hole ich die mir auf jeden Fall. Den habe ich komplett selbst gemacht. Auch die Haare habe ich Stück für Stück gemacht. Ich habe aber vor, den in Zukunft noch so ein bisschen zu verändern. Also ich wollte auch mal dem gucken, dass ich dem mal was anderes als den blauen Hoodie hier mal bastel, den er zurzeit trägt.
Ich habe Angst, auf die andere Seite zu gehen, um zu gucken, ob dort dieser gelbe Leuchtepunkt ist. Der ist auch da. Ich habe nämlich Angst, runterzufallen. Zur Erklärung, diese Leuchtepunkte machen, dass ich schneller abbaue. Okay, da ist auch was zum Mitnehmen. Ich hätte wahrscheinlich darüber hier gekonnt. Also, so rote Wände kann ich sprengen. Habe ich ja gemerkt. Abwarten. Ja, hier rüber hätte ich hier hingekonnt. Hä? Da war doch gerade ein kurzer Schatten. Ich will ja erstmal gucken, dass ich mir diese Rifle eventuell mache. Diese Haie, die sind echt schlimm. Die ziehen mir halbes Leben mit einem Angriff. Über den V-Roid Maker habe ich den auch gemacht. Hier ist auch noch ein Lock. Mir fällt mal ein, ich müsste mal durch diese Locks gehen, die ich eingesammelt habe. Aber erstmal an einen sicheren Punkt, bitte. Eventuell mal eben kurz ins Medbay. Ach, warte. So, jetzt fährt das Ding ja nach oben. Cooking habe ich noch gar keinen Skill. Mining habe ich schon ein bisschen gelevelt. Hier, Logs. Logfall 100. Ich habe einen Fall auch mal übersehen auf dem vorherigen Planeten. This is big. We are a few minutes on planet and the situation isn't looking very fruitful. Bevor ich weiterlese. So, dann können die Dinger nämlich arbeiten. There's plenty of frogs. Eva's happy about that, but few usable resources and no signs of intelligent life. We take the signal of into this star system, but I'm wondering if maybe our coordinates weren't a bit off. We'll have to see. The other issue is an abundance of indigenous scorpion-like creatures. Das waren die Gegner, die ich am Anfang hatte. Which seems to burrow out of the sandstone and attacks anything that moves. So far, our weapons seem plenty effective. Oh, so as long as everyone is sharp, we should be okay. Grimes! Hey, Grimes! Why have you pointed down unless you have a target? Why did we bring a civilian along? Warum nehmen sie denn einen Zivilisten mit auf so einem Planeten? Sean Grimes, Universe most expensive carry-on, who forked a lottery for deep space exploration was a good idea. Oh shit, it's still recording. Oh well, anyways, Robert is installing grappling points as we move forward to provide and for safer movement up and down the rocky terrain. Should help us get back into the landing craft faster if needed. If it isn't easy moving up and down the sandstone phases. Okay. Ich würde gerne einmal zum ersten Planeten jetzt nochmal zurück und gucken, ob ich hier jetzt mir das Upgrade noch holen kann. Warte mal. Habitation will ich auch einmal ganz kurz. Ja, deswegen. Mushrooms ohne Ende. Weil ich brauche ja auch sowas hier. So, da packe ich jetzt eben kurz eine Storage Box, damit das mehr fassen kann. Oh, der Tisch, der sieht nice aus. Den stelle ich mal so ein bisschen in der Nähe hin. Währenddessen. Oh, wie viel ich aus diesen Mushrooms machen kann. Aber scheinbar braucht man dafür bestimmtes Zeug. Glowberry. Christi Creeper. Deadwood Tree, das kommt bald. Aber jetzt erstmal aus denen, die aus den Mushrooms die Schraubenmuffins machen. Was kann ich hier? Wenn ich die Mushrooms esse, dann kriege ich einen Buff offenbar.
Jetzt ist die Frage, so ein Lebensbuff? VC-Face benutze ich. Okay. Mit den Mushrooms kann ich mich boosten. Sofort ausprobieren. Sobald ich kann. Die arbeiten ja nebenbei. Ich will jetzt auf jeden Fall einmal kurz... Ich will mir einmal so einen Buff holen. Surf. Eat. Okay, das scheint, glaube ich, ein Lebensbuff zu sein. Na gut, ist auch am ehesten zu erwarten bei Essen. Dann noch gucken, was kostet mich die Rifle. Jetzt sind so 100 Zinnbarren. Zinkplatten. Ich brauche 500 Zinkplatten. So, da hoch. Dann über den dahin. Hat funktioniert. Okay, ich sehe den Weg. Oh, ich hab's noch getroffen. Ach so, habe ich die wirklich leer gelassen? Warte mal, ich gucke jetzt mal kurz selber rein. Ne, ein bisschen habe ich da schon reingeschrieben. Kann ich auch eben kurz zeigen, warte. Also ich habe da schon ein bisschen reingeschrieben. Siehst du? Nicht viel, aber etwas. So, jetzt erstmal wieder konzentrieren. Okay, da ist ein Skin, den kann ich mir easy peasy holen. Hui. Ach so, ein Panel habe ich glaube ich nicht gemacht. Oh, hier ist noch mal ein bisschen Amber. Für den Skin bin ich eigentlich nicht hergekommen, aber kann man ja mitnehmen, ne? So, jetzt das, wofür ich eigentlich hier bin. Dafür brauchte ich ja dieses Upgrade. Ich muss das dann nochmal überarbeiten. Ich guck mal von oben, eventuell sehe ich in den letzten Skin auch noch. Einfach mal so ein bisschen drüber gucken. Da ist der letzte Skin. Eventuell kann ich den auch noch holen. Dann habe ich außer Zinn keinen Grund, nochmal auf den Planeten zu kommen. Aber wie soll man den Sprung denn schaffen? Muss ich ja wirklich so einen richtig gewagten Sprung einmal von hier nach ganz da drüben versuchen. Weil ich sehe da keinen Punkt zum Ranziehen. Obwohl doch, da an der Stelle ist einer. Aber ich glaube, der geht nicht hoch genug. Solange man nett bei mir im Chat bleibt, ist bei mir eigentlich alles erlaubt. Was ist denn das da für eine Hölle?
Warum sind da so viele Skorpis? Ey, ich kann lange warten, bis ich die damit umgebracht habe. Ich versuche auf den Zinnbachen zu kommen, also auf das Ohr. Komm, komm, ganz schnell. Okay, erstmal Skorpis schießen. Das kann einen Moment dauern. Ging schneller als erwartet. Recharge-Modul. Ey, da standen einfach mal so 20 Skorpis, glaube ich, auf einem Fleck. Der Entwickler wollte es an der Stelle nochmal spannend machen. Schön, dass man das nicht einfach so geschenkt bekommt. Bei dem da hinten war ja auch so ein Riesenskorpion, den sieht man sogar von hier. Der hält richtig viel aus. Da musste ich auch erst auf so eine Erzquelle steigen, damit der mich nicht umbringt. So, mal gucken. Ich versuche den Sprung einmal. Aber ich bezweifle, dass ich ihn schaffe. Ich gucke auch gerade nach der günstigsten Position. Weil so hochklettern scheint ja keine Option zu sein. Ja, die beste Option ist von hier aus und hoffen, dass es klappt, ne? Geronimo! Hätte ja sein können. So, der... Ich vergesse die ganze Zeit, dass man damit keinen Schaden macht. Der Skin ist ja nicht so wichtig. Außer man will 100% haben. Ich denke mal, dafür müsste ich von da ganz, ganz oben springen. Ich habe jetzt aber nicht wirklich Lust, da nochmal hochzuklettern. Ich bin zu doof für den Greifhaken. So, 500 Platten brauche ich. 240, 306, 367, verdammt. Kann ich wenigstens mit den Zinnplatten mich hier irgendwie aufbessern? Kann ich machen. Mache ich nach dem Stream. So. Okay, das Forging wird gerade verbessert. Ich könnte eben kurz oben die Teile holen. 8000 Zinnbahnen wieder. Und 4000 Gears, um Mining Strength nochmal zu erhöhen. Ach du Kacke. Es scheint ein Scharfschützengewehr zu sein. Habe ich auch noch einen Zoom auf dem Teil? Das wäre interessant zu wissen. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.